Ein Fjord, ein Dorf und ein schwer auszusprechender Name. Kyrksæterøya in Mittelnorwegen. Wenn Wachtmeisterin Annette Erdvåg auf Streife fährt, dann passiert meistens nichts. Kriminalität und politischen Extremismus gibt es in Kyrksæterøya nicht. Wir fahren an der Schule des Ortes vorbei, da tauchen ab und zu Drogen auf. Ansonsten arbeiten wir mit der Sozialbehörde zusammen, klären auf über den Schutz von Minderjährigen, solche Sachen eben. Doch bald könnte es vorbei sein mit der Ruhe am Fjord. Denn dieser Mann soll demnächst hierher ziehen. Mulla Krekar ist Norwegens bekanntester und gefährlichster Islamist. Er soll für blutige Terroranschläge in seiner Heimat Irak verantwortlich sein. Die Behörden können ihn aber nicht abschieben, weil ihm im Irak Folter oder gar Todesstrafe drohen. Darum will ihn das Justizministerium nach Kyrksæterøya schicken. Die Menschen in dem kleinen Ort sind darüber wenig begeistert. Wir sind doch nicht Sibirien, sagen sie. Knapp 200 Flüchtlinge haben sie bereits aufgenommen. Im Freizeittreffpunkt kommen Einheimische und Neuankömmlinge regelmäßig bei Kaffee und Kuchen zusammen. Religiöse Fanatiker könnten die gelungene Integration stören, fürchtet der Bürgermeister. Dieser Mulla Krekar ist ja einer, der ständig Interviews gibt und dabei Drohungen ausstößt. Das schafft Unruhe. Seit Wochen ist er bei uns der Gesprächsstoff im Dorfcafé, auf der Straße und unter den Nachbarn. Solche Ansichten mögen wir hier überhaupt nicht. Wir sind total verunsichert. Kommt Mulla Krekar nun oder nicht? Und je mehr Zeit vergeht, desto mehr von uns sagen, nein, wir wollen ihn hier nicht haben. Im Asylbewerberheim will sich niemand zu dem Terrorverdächtigen bekennen, jedenfalls nicht vor der Kamera. Nicht einmal gegen Mohammed-Karikaturen könnte er hier Anhänger rekrutieren, versichern sie. Ich trage den Propheten in meinem Herzen. Was andere über ihn sagen, interessiert mich nicht. Wir haben hier nichts Negatives erlebt. Warum sollten wir uns diesem Mann anschließen? Die Menschen von Kyrksæterøya wollen Krekar nicht und Krekar will nicht dorthin. Schon 1991 bekam er Asyl in Norwegen, soll aber in der Zwischenzeit in den Irak zurückgegangen sein, um Terroranschläge zu organisieren. Nach einem Interview, in dem er norwegischen Islamkritikern mit dem Tode droht, sitzt er in Oslo in Beugehaft. Dort soll er auch bleiben, fordern immer mehr Norweger, unterstützt von konservativen Politikern. Es widerspricht dem Rechtsempfinden des norwegischen Volkes, dass dieser Mann, der eine Gefahr für das Land darstellt, frei herumlaufen darf. Also sollte er so lange eingesperrt bleiben, bis wir ihn in den Irak abschieben können. Seit über 10 Jahren versucht die norwegische Regierung, den Terrorverdächtigen loszuwerden. Norwegens Medien begleiten die Politposse mit Kopfschütteln. Doch nach den Attentaten auf Künstler und Journalisten in Paris und Kopenhagen sind auch die Norweger aufgeschreckt. In den vergangenen Jahren haben auch bei uns muslimische Gruppen mit radikalen Ansichten deutlich zugenommen. Das hat Polizei und Politik in Bezug auf eine mögliche Terrorgefahr in Alarmbereitschaft versetzt. Alarmbereitschaft ist Wachtmeisterin Annette Erdvåg noch nicht anzumerken. Wenn der Terrorverdächtige nach Kyrksæterøya kommt, muss er sich 3-mal wöchentlich bei ihr auf der Wache melden. Wir werden ihn behandeln wie andere Fälle auch. Ich werde dafür sorgen, dass die Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet bleibt. Angst vor dieser Aufgabe haben wir bestimmt nicht. Fast jeder Norweger kennt inzwischen das Dorf am Fjord mit dem schwer auszusprechenden Namen. Dabei will Kyrksæterøya eigentlich nur raus aus den Schlagzeilen.
Doch viele fürchten, wenn der Staatsfeind kommt, wird hier oben alles anders.